einmalige Chance. Wir müssen das jetzt machen, sonst kriegen wir nie wieder diese Chance. Borderline Productions proudly presents the Top 25 Nosferatu-Comic Acts of all time bisher. Nach einer spontanen Idee von Herr Rodes wurde von Robin diese subjektive Liste erstellt. Viel Spaß! Die Kamehameha, hätte ich gesagt. Ja, das war richtig gut. Herr Rodes, bau mal zu Hause aus Pappe bitte eine Kamehameha, die irgendwie 7 Meter lang ist oder 8. Ja, ich habe gesagt, je länger, desto besser. Ja. Das weiß ich. Da haben wir da hinten noch irgendwie einen Stock reingetan, damit die nicht umklappt. Ja. Habe ich zuerst mal nützlich gemacht bei Nosferatu TV. Das war quasi die Bewerbungsprobe. Herr Rodes baut eine Kamehameha. Wurde im Übrigen auch in meiner Schule rundherum gezeigt, einer der wenigen Clips, die es in die Waldorfschule reingeschafft haben. Oh, da hinten ist doch hier da! Also ein bisschen zu viel hier gemacht bei dem Clip, aber egal. Das Dragon Ball Video, das ist schon ewig alt. Da hat er noch richtig Haare gehabt. Das ja, guck mal, krass, wie viel Haare er noch hat. Das hier ist für mich so ein bisschen outstanding, weil das ist ja eher ein Gag für den Videozuschauer. Und nicht wirklich für die Leute, weißt du, die Leute, die hinter dir stehen, checken das null. Es ist nur aus Sicht des Videos. Aber es macht es ja für die Zuschauer umso witziger, dass wenn die Leute sehen, was passiert da eigentlich wirklich, wenn sie denken, wenn der komplett lost sein. Ja, liebe ich. Ja. Müsste man mal wieder machen, irgend so ein Perspektivending. Ja. Lassen wir mal gleichzeitig. Kamehameha. Gut. Oh, der Fahrstuhl ist zurück. Der Fahrstuhl. Das ist aber die 9, das heißt. Das ist die 9, ja, ich hab's richtig gemacht. Wir haben hier Platz 9, der ikonischste und auch älteste Fahrstuhl. Uralt, ja. Den hatte ich damals bei diesem Remiga-Wettbewerb eingesandt, noch auf Dailymotion, Alter. Mhm. Und also wie der Typ wegrennt, voller Panik, aber seine scheiß Orangen um jeden Preis beschützt, das ist einfach nur großartig. Und das hätte ich nie gedacht, dass Leute das so ernst nehmen. Aber das war auch eine andere Zeit. Also wir haben, da muss ich sagen, wir haben diesen Fahrstuhl so eingesaut mit Blut von oben bis unten. Mhm. Und ich bin mir nicht sicher, Hier gibt es so ein Hochhaus. Das einzige Hochhaus mitten in Weimar. Und da gibt's. Davor war das anscheinend nicht so abgesperrt, wie es jetzt ist. Und da konnte man richtig pranksten. Und das Geile ist, das war noch irgendwie Marvin oder irgend so jemand. Ja, Nico ist noch dabei. Die standen da halt einfach rum. Und der Typ hatte trotzdem übelst Panik. Da hatten wir noch nicht so krass Mühe gegeben, mit die Kamera da so hin und eine Jacke drauf aufs Geländer, dass man die Kamera auf keinen Fall sieht. Und der Typ hatte trotzdem Schiss ohne Ende. Oh Gott. Großartig. Aber er hat ja dann gesehen, dass es nur Spaß ist. Ja. Ja, aber auch einer der Clips, wo ich noch nicht im Team war und gesehen habe, Alter, das ist ja lustig. Ja. Ah, ist aber auch lustig. Da steht nämlich noch dieser alte Spruch hier, bitte nicht subscriben, wenn ich das sagen soll und so. Und vorhin war schön so Ausschnitt, support me on Patreon. So drehen sich die Winde. Aber war auch ganz lange damals Kanaltrailer und kam gut an. Also wurde der Remiga-Jahr dann gewonnen? Nee, da gab es irgendein Problem. Ich glaube, da gab es so ein Benny S. Der hat ein Skript geschrieben, das hat zu gut funktioniert. Und dann da konnte man hochvoten, aber da konnte halt jeder offenbar so auf hochvoten, wie er lustig war. Ja. Und wenn man da ein Klickskript oder ähnliches macht, dann ist das eine runde Sache. Ja. Übrigens, sieht man in der Spiegelung die Kameramänner? Doch, oder? Ein bisschen wahrscheinlich, ja. Man bemerke auch diesen seltsamen Filter, den ich da draufgelegt habe. Great. Oh, da haben wir einen gewissen Pilz. Das höre ich beim Urologen andauernd. Ja.
Ja, also für mich auf jeden Fall mit Abstand der beste Clip im Video, logischerweise. Ist so am Ende leider nicht so ganz, aber der musste ohne Musik kommen, weißt du? Und ich finde, am Ende ist der perfekt platziert, der belohnt die Leute, die sich die Endcard angetan haben, ja. Und einfach die Idee, hey, Pilz an den Kopf kleben, Klicker. Ja. Das ist auch wieder so unschuldig. Und dieser Stein, zu dem hast du ja auch eine besondere Beziehung. Der Stein ist quasi das Einzige in der Szene. Den habe ich quasi angemalt. Und da hast du mich gefragt, was wird das? Da habe ich gesagt, Stein. Da habe ich gesagt, Stein. Ja. Hast du aber gerade eben Imp gesehen? Ich habe dich gerade gefragt, ob der... Das war Imp. Imp ist der Beste. Ob der da auch absichtlich stand. Ja. Erkannt habe ich ihn nicht bei der. Nein, nein, Frage. Ich würde. Ja, das ist der. Ja. Aber geil. Moment. Ja. Kommt irgendwann ein Clip, wo ich dabei bin? Vielleicht. Ich hab den schon so weit, dass ich mich schlagen will. Boah, das sieht schon richtig aus. Ich war schon lange nicht mehr da. Ich hab den Blick gesehen. Ist ja quasi das Leckerchen für die Leute. Au, fuck, ich bin dumm. Für die Leute, die den Links am Ende geguckt haben. Ja. Vor allem, wie ich auch wieder richtig gut fallen kann. In den letzten, so eine Sekunde, bevor ich den Boden berühre, so übelst vorsichtig. Ja, das passt doch zur Scheißigkeit des Clips. Ich meine, wir hätten auch so eine Rassel oder so nehmen können, aber nein, du sagst halt klick, klick, klick. Ja, das war ja auch Teil des Clips, Alter. Das ist einfach, das lebt von seiner Schlechtigkeit. Stein, einfach, muss ich das hinlegen, ey. Ich finde aber gut, dass hinten sogar so ein paar Leute entsetzt sind. Mhm. Obwohl es total dumm ist. Der Kicker mit ranzigem Hemd, aber Hauptsache die Schuhe sind grün. Der ist Lion King. Ja. Der Lion King. Guck doch mal. Das ist ja alles ein Reich hier. König der Rucksäcke. Erinnerst du dich noch an diesen Moment? Das war nämlich. Wir haben uns getroffen, wir haben uns verabredet. Und du meintest, Herodes, schnell, schnell, schnell. Wir müssen jetzt zu diesem Felsen rennen. Ich so, was? Ja, da liegt irgendwie ein Rucksack. Ist einmalige Chance. Wir müssen das jetzt machen. Sonst kriegen wir nie wieder diese Chance und dieser König der Löwen-Clip muss jetzt gemacht werden. Ist so. Und das Geile ist, die checken ja erst relativ spät, dass du den jetzt irgendwie gefühlt klaust und dann rennen die dann irgendwie erst los. Ja. Ne, ich meine, gut, das hätte auch einfach echt ein Diebstahl sein können. Ich frage mich eh, warum die sich irgendwie 30 Meter von ihrem Dings da wegsetzen. Das ist wirklich eine Frage, die sehr berechtigt ist. Wieso legen die ihre Taschen da oben drauf? Und wieso muss die Tür zu sein? Alter, das ist einfach so unwahrscheinlich, dass sich so eine Situation ergibt. Aber ich bin halt wirklich irgendwie anderthalb Jahre da immer mit dem Fahrrad, wenn ich zu dir oder zu Anna gefahren bin, immer an diesem Felsen vorbei und dachte so, Alter, das erinnert mich so an Löwenkönig. Hm. Ne? Löwenkönig, König der Löwen. Und in dem Moment, Alter, fahre ich da vorbei, ich sehe das und ich, ach du Scheiße, und ich habe so gehofft, ich glaube, ich habe da auch noch kein Smartphone. Ich wollte gerade sagen, es war die Zeit vor Smartphones, hätte ich auch schlecht anrufen können, wir haben uns über Facebook verabredet und wenn man da nicht war, war man da halt nicht so, also. Und was du halt sagst, dass die da unten sitzen, aber ihre Rucksäcke da oben haben, es ist so unlikely. Ich kann mir sogar vorstellen, ich weiß nicht, hat nicht sogar jemand in den Kommentaren geschrieben, das sei gestaged, weil das unlikely ist? Ja, aber super geil. Hat deswegen natürlich auch ein ganzes eigenes Video bekommen. Und es ist halt nicht nur der Gag mit Nase Penja hier, bla. Hm. Das ist halt, also die Sahne noch oben drauf. Wald einfach. Dass der mir hinterher rennt, ist es einfach, oh. Ich klaue den Rucksack und renne irgendwie zum kleinen Wald rein. Ich meine, gut, kann halt sein, ne? Aber klar, dieser angekündigte, ich klaue jetzt den Rucksack. Alter, das wäre noch besser, das wären 110% gewesen. Na, ich klaue jetzt den Rucksack. Tja, damals waren wir noch nicht so witzig. Ja, Mist. Aber das heißt, wir haben uns weiterentwickelt. Perfekt. Nee, oder auch nicht. Natürlich, damit habe ich gerechnet, der Rocco. Kleinstein, du bist dran.
Da hatte ich mir eh die ganze Zeit so überlegt, boah, die scheiß Reihenfolge, erst Kleinstein, erst Lülü, dann Kleinstein, du bist dran, dann werfen, dann aufheben. Da weiß ich noch nicht, ich war da irgendwie so richtig konzentriert. Ich glaube, in dem Clip habe ich Gorki kennengelernt, kann das sein? Keine Ahnung. Der hat mich dann immer wieder auf diesen Clip angesprochen. Ich glaube, in dem Clip habe ich Gorki kennengelernt. Das fällt mir jetzt erst wieder ein. Schön, dass du auch Gorki und nicht Gurke sagst. Ja, er ist auch Gorki. Gorki ist ein Mensch übrigens. Nicht, dass du jetzt denkst, irgendwie Gorki, ja. Das weiß ich, ein Fantasiefreund. Die Oma im Hintergrund. Die guckt ja vielleicht, geil. Vielleicht wurde aber die Zeit. Die ist ja komplett entsetzt. Guck sie an. Die kommt ja gar nicht klar. Muss aber sagen, während das andere vom Clip an sich lebt, wird das noch ein bisschen elevated durch das Editing. Also wenn die Einblendungen nicht wären, fände ich das auf jeden Fall schlechter. Und der Fakt, dass ich mir häufig anhören darf, dass ich eine Ähnlichkeit zu Rocco habe, ja. Gut genutzt wurde in dem Clip. Und unsere gemeinsame Oma Hanni, ja. Die Frau von eben jenen Opa von neulich, ja. Die hatte dieses Ding meiner Mutter geerbt, dieses grüne da. Ah, okay. Und das hing halt 20 Jahre bei uns im Schrank. Okay. Und das dann haben wir eine grüne Weste gebraucht und low budget. Die nie wieder verwendet haben, die kann man schon auch weg oder zurück in den Schrank gehangen. Die ist ziemlich sicher bei ihm im Keller jetzt. Sie taucht auch dann erst auf. Sie kommt erst der Stein auf. Sie ist irgendwie verbunden mit dem Stein. Radfahrer? Vielleicht ist sie im Burg und bist du so einer ganz heißen Sache auf der Schnur? Jetzt! Ich habe auch ganz oft gelesen in Kommentaren von wegen, ey, wie kannst du den Tauben das antun, wenn sie treffen können? Ich bin überrascht, wie weit der Stein gerollt ist, aber ich habe 1 bis 1,5 Meter die Tauben geworfen, selbstverständlich. Ja, aber ganz ehrlich, die Tauben, die sind doch viel schneller als so ein Stein. Die checken das doch. Wie gesagt, selbst wenn, ich habe ja nicht auf die Tauben geworfen und wenn der dadurch, dass er dahin gerollt ist, okay. Aber ich glaube, das checken die selbstverständlich, ne? Das sind ja flüchtende Tiere. Ich frage mich, was passiert wäre, wenn er so eine Taube getroffen hätte. Also nicht, was dann mit der Taube passiert wäre, sondern was dann die Reaktion gewesen wäre. Was mit der Taube passiert, ist mir klar. Das Brot, das da geworfen wurde, übrigens nicht von uns. Ja. Ich glaube, das hat irgendjemand eingeworfen, dem wir dann das so die Taube. Da ging mir kurz die Muffe, Alter. Du kommst so raus und die fliegen hoch, da dachte ich so, scheiße, Clip versaut. Aber die sind zum Glück geblieben. Sehr geil. Auch, dass die Leute daneben perfekt platziert sind. Das ist eine runde Sache einfach. Und dass du aus der Wiese rauskommst, ist ja auch so gut. Naja, klar. Das Ding ist ja auch richtig dornig. Der hat sich ja bei Mario auch dieses kleine Kind dran fetzert und geheult, wo du dich dann kümmern musstest. Ich glaube, das ist dein Gewissen immer noch schlecht, deswegen, weil das Kind hat er dich nachgemacht. Mhm. Und dann mit den Füßen durch, das ist echt unangenehm. Das geht durch die Schuhe, das Zeug. Das ist echt eklig. Was nicht eklig ist, ist der nächste Platz, das kann ich dir sagen. Okay, jetzt ist wieder was mit Spucke.